Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 Together mit Valmoric. Servus und hallo. Wir sind letztes Mal stehen geblieben da beim Drowned Temple. Und wir haben eine Kleinigkeit gemacht, wir haben den Schwierigkeitsgrad jetzt erhöht von normal auf hart, weil das Spiel vorher relativ einfach war und wir wollen uns jetzt ein bisschen uns erschweren. Und falls es nur immer zu einfach ist, dann gehen wir noch einen Schwierigkeitsgrad hoch, einfach weil wir es können. Krass. Bis wir endlich sterben. Ja, ich habe offscreen noch ein bisschen gelevelt, weil man ja da hinten, weil ich da hinten nach war um ein Level oder um zwei. Und habe dann das eiserne Herz zum Beispiel gefunden, dieser legendäre Brustpanzer da. Super geil. Schaut auch viel cooler aus als dieses Nachthemd vorher. Schaut da schon richtig nach einem Paladin aus. Können wir nicht die irgendwie anschauen? Ah, da. Ja, auf okay, Profil ansehen. Das ist aber nicht deine Ausrüstung, oder? Auf Profil ansehen schon, oder? Inspector Gadget. Inspector. Heart of Iron. Unglaublich geil. Wahnsinn, ja, ha? Soll ich mich noch drehen für dich? Man kann Gegenstände irgendwie nicht handeln. Den, was man auf anderen Charakteren findet, den kann ich ihm nicht geben. Das sind irgendwie alle Account gebunden. Geld kann man irgendwie auch nicht handeln. Ja, genau. Das ist irgendwie auch ausgestellt. Das ist irgendwie alles relativ merkwürdig. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Folgt mir. Hoppala. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Ich hab das jetzt unterbrochen. Ich wollte eigentlich ins Optionsmenü, weil ich die Stimme lauter machen wollte. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Ah ja, wir müssen jetzt die geilen Schlüssel finden, um in diesen megamäßigen Tempel reinzukommen. Denn, wer es nicht mehr weiß, aber ich erinnere euch gerne, wir sind eigentlich auf der Suche nach den drei Schwertteilen von dem einen unbekannten Hans da in New Tristram. Der will ja, dass wir da sein Schwert wiederfinden. Sind das alle geil. Nein. Jetzt bin ich wieder voll im Bild. Ah, danke Simon, jetzt kann ich mich wieder Previously on AMC Diablo 3. Man merkt, was du in letzter Zeit angeschaut hast. Walking Dead Season 7. Die letzte Folge hat mir wieder sehr gut dargestellt. Ich mache nicht Spoiler. Ja, die letzte war wieder besser. Aber die siebte Folge war jetzt. War es die siebte Folge? Ich glaube, es war die siebte Folge. War mega geil. Die vorletzte vor dem Finale, also vor diesem Staffelfinale wieder, wo es dann wieder. In die Pause geht, echt? Ja. Oh. Gehen wir da runter. Mhm. Jetzt wird es wahrscheinlich nochmal richtig geil und dann ist wieder ein halbes Jahr Pause und da kommt wieder dieses langweilige vierte Walking Dead, was keiner braucht. Ja. Da vergisst man wieder alles, um was eigentlich gegangen ist und verliert das Interesse. Na, die letzte Folge fand ich auch wieder besser als die davor. Die war geil. Da war wieder mein Lieblingsbösewicht dabei. Karl? Den kann ich immer noch nicht leiden. Ja, nicht so. So ein untalentierter Schauspieler. Der ist nicht ganz so gut weggekommen. So ein untalentierter Schauspieler. Das sind sie aber irgendwie alle, meine ich, haben relativ wenig Emotionen meistens. Mhm. Dann halt jetzt nicht gerade die. Der Negan macht aber auch immer wieder dieselben Sachen. Dieses irgendwie über die Lippen lecken und dieses Grinsen und irgendwie so nach hinten verlagern sein Gewicht geil. Und da irgendwie. Nur aber ist trotzdem, ja, macht das schon nicht so schlecht. Ein Buch, siehst du das auch? Könnten, die ja, nein. Ja, ich hab drauf geklickt. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Ja, perfekt. Also professionell sind wir da. Wir verraten euch jetzt noch nichts, aber falls euch was auffällt, schreibt es in die Kommentare. Geil, das ist, dass da die Vögel rausfliegen. Ja, ich glaube, ich habe es nicht erwähnt, aber der Hard-Modus, der Unterschied ist halt, dass man
75% mehr Gold und Erfahrung kriegt. Und ich vermute, dass das Spiel auch schwieriger sein soll. Das wird Sinn ergeben, aber das steht irgendwie nicht dabei. Dabei merke ich noch nicht so viel. Noch nicht bereit. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich, wenn der erste Boss kommt. Du bist jetzt schon Level 15. Ah, fortlevelt die Sau. Ich würde sagen, du musst offscreen dann noch einmal nachleveln. was ich auch gelernt habe, ist dieser Hammer da, den scheint es wieder zu geben von Diablo 2, dieser gesegneten Hammer, die man dann einfach spawnt quasi und die dann so um einen selber herumkreisen und dann die Feinde erwischen, die da irgendwie reinkommen in den Kreis. War ein ziemlich beliebtes Paladin-Bild. Ich selber habe das eigentlich gar nicht so gern gespielt. Ich hab dieses Dings bevorzugt mit dem geilen Schild. Mit dem gesegneten Schild, was so geleuchtet hat und wo man dann ultra viel ausgehalten hat. Aber stimmt, Hammerdin hat das geheißen. Ja, ja genau. Den habe ich ganz witzig gefunden bei den Ball-Runs immer, wenn man unten reingerannt ist. Und da sind die einfach vorne gestanden, haben ihre Hammer rotieren lassen. Und jedes Mal, wenn der Ball da die Bosse gespawnt hat, instant down. Da ist ein Buch. Siehst du das? Oh Gott. Okay. Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Der labert lang. Der hat es besonders gut gemeint beim Vertonen. Ah, ein Boss. Sepsis, der Zerstörer. Noch nicht. Eben aufpassen. Also bei den erhöhten Schwierigkeitsgraden, da haben wir diese Bosse und Champion-Gegner oder wie die heißen, haben wir teils so Verzauberungen wie jetzt dieses Mord, da das so Feuerexplosionen sind. Das macht ganz schön viel Schaden, kommt mir oft vor. Na, labert okay. Wer? Ne. Na? Aber jetzt. Du laberst. Auf seinen Reisen. Ihr möchtet Fremden ihre Lasten erleichtern. Es gibt so viele Lasten im Leben. Jeder braucht mal Unterstützung. Ultra geil, also diese Dialoge. Mind ist gleich blown, wie du so schön sagst. Moment, die wird's irgendwie wieder Runen kriegt. Increase Damage, dann du 1000 irgendwas Damage, okay. Dann das. Die haben mal die Sprachlautstärke noch ein bisschen erhöht. Ah, das ist der komische Ding. Okay, na, das lassen wir mal. Und da hätten wir... Okay, na, das wollen wir auch nicht da. Und ansonsten haben wir, glaube ich, eh nichts Neues gekriegt. Geh schon mal raus. Nee. Also ich habe meine Skill geändert, genau mit diesem Wahlmodus, den was wir euch letztes Mal gezeigt haben. Und ich habe jetzt momentan... Genau, zwei Secondary-Fähigkeiten auf die Maustasten. Ich verwende keine Primary-Fähigkeit. Na, Wahnsinn. Ich probiere das mal ein bisschen. Wäre es dann aber später eh. Man levelt ja relativ schnell. Und die Skills am Anfang werden relativ schnell hinfällig. Ja, du hast jetzt einen Charakter ziemlich hochgezogen innerhalb von kurzer Zeit. Ja, kann dann eh einer zeigen. Also man sieht es dann in der Stadt. Das habt ihr jetzt noch nicht gesehen, meine Freunde der Nacht. Aber ich habe so ein Level... 67 Magier jetzt, glaube ich, in eben grob 10 Stunden hochgespielt gehabt. In dem höchsten Schwierigkeitsgrad den Singleplayer gemacht und den Adventure-Modus da ein bisschen gemacht. Man levelt irgendwie abartig schnell und das Spiel ist mir irgendwie, auch, vor allem mit, zumindest mit dem Magier, relativ einfacher vorkommen, muss ich sagen. Ich hoffe, dass vielleicht im Team-Modus ein bisschen schwieriger ist. Liegt es vielleicht am Hardcore-Spielen, dass es generell auch einfacher mehr Erfahrung gibt und dass es einfacher ist? Oha, was? Wir sind abgeschnitten. Sie werden uns jeden Moment erreichen. Und? Gebt nicht nach, Brüder. Und sie werden für alle Zeiten über unsere Tapferkeit singen. Der Feind naht. Für Ruhm und Ehre. Okay. For glory. For justice. Oha. Neues Ereignis. Noch nicht. Sehr schön.
Das waren jetzt immer so Gegner. Nein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so einfach ist. Wie gesagt, damals, wo das Spiel rausgekommen ist, habe ich es eher schwierig gefunden. Ich habe in Erinnerung, dass ich ein paar Mal beim Singleplayer-Let's Play von mir verreckt bin. Aber jetzt momentan kommt es mir einfach relativ einfach vor. Mal schauen, vielleicht wird es eben schwieriger, wenn wir jetzt da zu zweit spielen. Da waren die Gegner noch krasser. Ich habe diese Schlachten in Onkel Deckards Büchern studiert. Doch sie mit anzusehen ist viel grauenvoller. Oh, wir können sonst Amelie. Noch den Schwierigkeitsgrad sonst noch einmal erhöhen sogar. Wird dann schon irgendwann passen. Was ist danach? Es gibt ja noch einen Schwierigkeitsgrad, oder? Ja, also im Singleplayer ist mir vorgekommen, mit Level 60, glaube ich, habe ich dann den Schwierigkeitsgrad Master freigeschalten. Ah, okay. Der war dann tatsächlich schwierig, dann die Gegner noch viel ausgehalten und ich habe wieder mal Schaden genommen. Und nachher gibt es noch einen, aber keine Ahnung, wann man den freischaltet. Und ich glaube, bei dem letzten, da kann man eben diese Baragon-Levels dann, glaube ich, sammeln. Oder sammelt man die, wenn man maximale Stufe hat, das weiß ich nicht mehr. Jetzt müssen wir auf jeden Fall diese Fanale auf den Podesten platzieren. Vielleicht auch zur Info, ich sollte jetzt auch wieder aufnehmen mit Bild. Ich habe jetzt einen zweiten Monitor am Laufen und sehe da, dass es zumindest Bild übertragt. Das klingt schon mal sehr toll. Ich werde auch nichts mehr versuchen, da irgendwie rumzudoktern. Ich lasse es einfach so. Ja, da war leider bei Arnold waren die ersten 5 Parts, die was wir gehabt haben, da hat das Bild bei ihm leider nicht funktioniert. Also, Halle an alle Zuseher, die was von Bernhard hier rüber gewechselt sind. Ihr könnt es jetzt wieder zurückwechseln. Ja. Okay. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Nein. Was sind denn das für Brüder? Hey, mein Bruder hat da. Ich trachte dir nach deinem Leben. Ja, noch nicht. Was mir jetzt aufgefallen ist, der Unterschied zwischen Diablo, Diablo 2 und Diablo 3. Jetzt kommt's. Ja, jetzt eine überlegen. Zahl. Ein Wort. Nur Geduld. Awesome. Mal schauen, was rausgeht. Es ist einfach immer heller geworden. Und immer bunter. Aber na? Nicht? Das könntest du noch ein bisschen überlegen. Nach dem Kampf sag ich's euch dann. Ich bin immer noch für die Zahl. Wow. Feuerexplosion. Stimmt, auf die sollten wir jetzt aufpassen. Na, so, und zwar ist jetzt geht's los. Es hat in Diablo 1 hat jeder Charakter Mana benutzt, um Fähigkeiten zu nutzen. Diablo 2 hat jeder Charakter Mana benutzt, um Fähigkeiten zu nutzen. Diablo 3, kein einziger Charakter benutzt Mana, ich glaube bis auf Miner. Da hat jeder seinen einzigartigen Ressourcenpool, um Fähigkeiten einzusetzen. Und das ist alles so positiv, es ist so Zorn, Hass. Ja, keine Ahnung, was. Ein Buch bei dir. Ja. Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Sehr schön. Gleichzeitig. Der hat so einen nervigen Hall-Effekt, dass ich zuerst mal gedacht habe, irgendwas ist nicht richtig mit meiner Soundabmischung. Mal schauen, was da Alaric zu sagen hat. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Geil. Also jetzt könnt ihr es, wie gesagt, wieder auf beiden Kanälen anschauen. Ich hab's auf Deutsch und Simon spielt's auf Englisch. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter. Oh Gott. Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir.
Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Wie geil lang die labert. Bis dahin haben wir schon wieder alle ausgemistet. Mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Lügen und Wahnsinn. Hört nicht zu. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Der Kampf war echt leicht. Ich glaube, wir stellen noch einen Schwierigkeitsgrad nach höher, oder? Zwischen den nächsten Partnern. Können wir machen. Dann kriegen wir aufs Maul und dürfen neu starten. Ja! Klar, hab ich nicht. Weil es echt nicht viel schwieriger. Wir sehen es dann eh. Boah, diese... Daniels, danke noch einmal an Berner, der hat mich gespoilert, was die Story von Diablo 3 anbelangt, weil ich habe eigentlich so ziemlich alles vergessen und beim letzten Mal hat er mal gewisse Details wieder verraten. Wir können uns später gerne noch über Walking Dead unterhalten, wie es in den Comics weitergeht. Da beamen wir uns mal zurück ins Büro. Ihr werdet eine Wunde. Wir uns in Neutristram. Wir müssen und ich glaube, da kommt jetzt eine geile Cutscene. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Wie ging das Teleportieren nochmal? Hartes T wie Townportal. Ja. Episch. Und da reden wir jetzt mit The Stranger. Magda hat uns im überfluteten Tempel gefunden. Jetzt sucht sie nach dem dritten Stück. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Die Lea wieder. Die ist so doch, clever. Doch, ja, doch, Katzin. Das ist mir auch mir auffallen. Der Decker tut dir übertrieben loben die ganze Zeit. Das ist schon fast lächerlich, muss man sagen. Hast du toll gemacht. Komm nachher in meinen Keller. 1 plus 1 ist 2. Gewaltig, Lea. Ich bin so stolz. So, da sieht man jetzt bei mir, da dieser Schmied, der schaut jetzt da ein bisschen übertrieben krass aus. Weil der jetzt eben das maximale Level hat, weil das ist irgendwie anscheinend charakterübergreifend. Die haben aber wesentlich mehr Gold als beim letzten Part. Auch ich würde es schon fast Cheaten nennen, aber ja. Er nennt es charakterübergreifend. Und da gibt es halt ja, man sieht es gibt halt unendlich so Schmiederezepte. Ist jetzt das da eh, man kann halt jetzt jeden geilen Scheiß machen. Da erkläre ich beim nächsten Part dann vielleicht ein bisschen mehr. Oder beim übernächsten, oder beim überübernächsten. Oder gar nicht. Aber da nicht wundern, es ist halt wie gesagt so charakterübergreifend. Ah, die Truhe sieht bei mir mittlerweile etwas anders aus. Auch die ist charakterübergreifend. Ja, was ich auch noch für sich cool finde, weil das war in Diablo 2 zum Beispiel scheiße, ja. Gegenstände von einem Charakter in den nächsten transferieren. Oh Gott, war das behindert. Im Multiplayer hat man immer irgendjemanden gebraucht, der was ein Game öffnet, damit man ihm die Gegenstände gibt. Meistens hat man sie ihm nicht gegeben, sondern ins Dorf geworfen. Da war Internet-Timeout, zack, alle Gegenstände waren weg und das, ja, na. Und es war oft Internet-Timeout, weil dann Battle.net dachte, da mag bestimmt jemand cheaten, weil er sich so oft hintereinander einloggt. Ja. Den werden wir jetzt mal sperren für eine Zeit, ja, und dann war das Spiel down und alle Gegenstände weg. Das war wirklich oft scheiße. Das finde ich gut, dass sie das da gemacht haben, so charakterübergreifende Truhe. Mm, und dass die Charaktere auch nicht ablaufen. Maja, was auch so behindert war. Nach 60 Tagen oder so sind die Oblopfen früher. Das hat mich so aufgeregt. Ich habe einen Workshop 3 Account gehabt. Und da hat man so Icons freigeschalten für jede Rasse, wenn man eine gewisse Anzahl von Spielen gewonnen hat. Und ich habe da, glaube ich, alle Stufe 1 und Stufe 2 Bilder freigeschalten gehabt und ein paar Stufe 3 Bilder, glaube ich, sogar. Und dann ist aber auch, da ist, glaube ich, auch nach 60 Tagen Inaktivität wird der Account einfach gelöscht. Also alle Bilder, was ich da freigespielt habe über den Verlauf von 4 Jahren, waren einfach weg. Okay, das sind ja nur Bilder. Das geht ja noch. Naja, das war, was da Zeit investiert worden ist, um die freizuschalten. Und dass das Blizzard irgendwas kosten, diesen Account zu warten, zu behalten in ihren unendlichen Serverfarmen. Ja, das ist echt ein bisschen übertrieben. Einfach nur lächerlich. Fährmann darf auch in keinem Spiel fehlen. Nach Wertham, bitte. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch. Redest du mit ihm gerade? Ja. Auf dem Dorf steigt Rauch auf. Bei mir sagt er nichts. Bei mir sagt er, ich werde euch übersetzen. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr
Mit Fährmann muss ich immer an den Fährmann Charon denken bei Titan Quest Add-on Immortal Throne, wo wir X-Mod 3, glaube ich, gespielt gehabt haben, oder? Der hat so komplett zerlegt hat. Bis wir noch Michi gehabt haben. Das ist da Balancing. Das stimmt, mit Michi haben wir es dann geschafft. Da liegt der Buch, hast du bei dir? Ja. Okay. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Aha. Ein heiliger Ort für ein heiliges Relikt. Des Priesters Betrachtungen, ne? Ja, unfassbar. Das ist bestimmt spannend. Genauso wie der Priester bei der Dings bei Walking Dead. Naja, da geht man es auf die Eier. Bei dem baut der eigentlich nur mal, dass er endlich mal stirbt. Mhm. Ich darf gern mal verrecken. Okay, also Level 16 war jetzt kein spannendes Level-Up bei mir. Level 15 irgendwie auch nicht. Ich hoffe, dass das nächste Level-Up wieder was Cooles ist. Kumpel findet den mittlerweile ziemlich cool, den Priester, aber ich weiß nicht, was er genau an dem findet. Was bei Walking Dead? Dass sich der so cool verbessert hat und naja. Nein. Nein. Also, na. Der kann immer noch verrecken und ich wäre nicht schad drum. Ja, man kann sich ja viel schön reden, aber denn. Kommt nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Aber ich hätte kein Problem, wenn so ein paar von Negans Harem mit reinkommen in die Serie. Alle zum Beispiel! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen! Noch nicht bereit. Oh no, die Servants. Urzel Mordreck. Achtung. Da explodiert alles. Ein würdiges Opfer. Noch nicht. Ein würdiges Opfer. Ich hab irgendwie sau wenig Mana, muss ich sagen. Blitzen geil. Die Leute in der Kapelle brauchen meine Hilfe. Wir haben mir gedacht, das heißt nicht beim Mana. Ja doch, bei mir eben schon. Was hast du eigentlich für? Ich hab Zorn. Ah, das sind jetzt aus der brennenden Kapelle rauskommt, oder wie? Okay, geil. Ich suche das Heft eines Schwertes, das vom Himmel gefallen ist. Es leuchtet mit mächtiger Magie. Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. So Priester nachlaufen hat irgendwie immer einen komischen Beigeschmack. Vor allem in den Keller rein. Wie alt sind unsere Charaktere? Da gibt's einen geilen... Witz vom Final Fantasy? Von Chuck Norris. Okay. So ein Chuck Norris Witz mit Priestern. Wie ist er gegangen? Jetzt kommt's. Na, warte, lass mal überlegen. Chuck Norris. Ich glaube, irgendwie ist so gegangen. Chuck Norris hat als Kind Priester vergewaltigt. Ich glaube, so ist er irgendwie gegangen. Ich hab das so lachen müssen, wo man dem mein Kollege erzählt hat. Das war so herrlich. Es ist nicht hier. Ich hab mir jetzt gedacht, du meinst Final Fantasy, wo alle... ...habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Final Fantasy, wo die Charaktere irgendwie ausschauen wie... keine Ahnung, 20, 30 und in Wirklichkeit sind sie 10. Ja, das oder bei Game of Thrones. Die sind nie älter als 17 normal, weil Final Fantasy sind immer total jung alle. Und Game of Thrones ja auch genauso. Weil da im Buch die Daenerys um die 14 ist. Ich glaube, das haben sie sich im Film noch nicht getraut darzustellen. Das war das Leptige. Ja, die sind ja alle super jung. Im Buch.
In der Serie sind sie ja ganz normal erwachsen eigentlich, ja. Ja. Wo müssen wir hin? Ich habe nicht aufgepasst. Tristram. New Tristram. Okay, da sind wir wieder. Da war ein kleiner Verbindungsabbruch. Vom Valvasar. Er war auf dem Bazar. Oh, nein, jetzt auf jeden Fall. Wollen wir da noch kurz in Kanes Haus gehen? Da sind wir nämlich stehen geblieben. Und dann ist, glaube ich, schon wieder mal Schluss für heute, liebe Kinder. Wir sehen uns dann. Liebe Kinder, wo wir gerade dabei waren. Bei den Priestern. Ereignis, das Ende der Horatriben. What? Hängt schon wieder, oder was? Hast du angenommen? Ich hab angenommen. Ich auch. Oh, dann stimmt was. Oh Gott. Was ist denn los? Oh, dann stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Es liegt an dir, Tim. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard. Eine unglaubliche Cutscene, wer hätte damit gerechnet? Deckard ist tot. Ja. Das Schwert gehört einem Engel. Nie Leia wieder. Ist ein Super Saiyajin. Ist sie so ein Goku? Man weiß es nicht. Nie wieder bleibt ein Weilchen und hört zu. Oh. Aber wir haben weiterhin Kanes Buch neben uns. Das war das, wo ich den Simon gespoilert habe. Glaube ich, oder? Mit dem Deckard? Oder war das das andere? Na, das war das andere. War das andere. Das kommt erst. Das habe ich aber auch nicht mehr gewusst gehabt, ehrlich gesagt. Aber echt? Ja, habe ich ja. Das war so mind is gleich blown beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe. Deckard verreckt. Die Integrationsfigur für Diablo quasi. Der Mann, der was alle Diablo-Teile mitgemacht hat, ja. Ja. Sogar immer so geholfen hat. Grundstimme in allen Teilen. Das weg. Na gut, aber wie gesagt, der Part ist eigentlich jetzt eh schon zu Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir mit Leia reden, mal schauen, was sie für einen Plan hat, was für eine Strategie. Können wir Deckard vielleicht wiederbeleben? Man weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.